Spiel zu kämpfen. So, du machst einen Fehler und kriegst Prozente reingedrückt wie sonst was. Und ich denke, da sind sich mittlerweile fast alle einig, dass Ken der Beste ist von denen. Ja, also Ryo hat so seine Stärken auf jeden Fall. Ja, aber ist halt snacken, normal. Shoutout an Glückspilze für das Sponsoren des Essens. Oh ja, stimmt, das auf jeden Fall. Oh, der Snooze ist direkt. Aber er war in der Luft. Direkt los. Er war in der Luft, also wird er nicht direkt liegen. Ja. Der nächste Snooze, aber diesmal. Ich meine, es ist eh nur ein Buttoncheck, wie es aussieht. Ja. Bin schon voll. Warum rotierst du so viel? Ja, das Clank ist auch nicht so der Move, den man sehr wahrscheinlich sehen wird. Nee, vielleicht auch nicht. Unless, er hatte noch eine Hitbox, ne? Oh ja, ja. Wenn er da runterfällt. Aber ja, gönnen wir uns doch mal, bevor, während die einen Buttoncheck machen, genau, ein bisschen die Flippen. Commentator werden hier versorgt. Genau. Ja, da auf jeden Fall Shoutouts dafür, dass man hier das rundum Wohlfühlpaket kriegt. Oh ja. Ja. Kann man sehr glücklich mit sein. Mhm. Und ansonsten ist ja mein erstes Crunch Cup. Ich kann immer so ein bisschen von meiner Erfahrung. Stimmt, du bist ja hier aus ein bisschen weit aus dem Süden hergefahren. Genau, genau. Frankfurt Represent und so weiter. Genau, erzählen Sie. Sind ja ein paar auch hier, ne? Also abgesehen davon, dass wir halt heute Morgen extrem früh losgefahren sind. Hab ich auch total mitbekommen. Ja. Ich aber nicht. Nee, ich bin um 6 oder so aufgestanden heute. Das war schon ein bisschen anstrengender, aber hey, für Events mache ich das immer gerne. Ich bin ja selber nicht mehr so aktiv am Competen, sage ich mal. Also eher am Chillen, 50 Charaktere spiele ich so gefühlt. Aber auf die Events für die Com etc., das mache ich alles gerne. Und da gefällt mir Crunch Cup auch richtig gut. Also die Location ist der Hammer. Das ist richtig nice, die Leute zu sehen. Das macht einfach immer wieder Spaß. Es ist halt, schön. Ich mag halt diese Nightclub-Ästhetik. Genau. Also einfach wirklich in einem Club, aber halt auch nicht so wirklich eng wie in einer Bar. Ja, ja, also, das hat schon was. So. Heading right to the match. Dann geht's jetzt auch los. Genau, PS2. PS2 meine ich. Und den fischartigen Hero-Skin. Der fischartige. Ja gut, wir haben wegen dem Flow, ne? Ja, ja, genau. Eigentlich so kann man ja auch nicht. Das sind die Son Goku Color Palettes, hallo? Ja, das ist natürlich auch richtig. Ja. Oft genug mit ja. Deus online gespielt. Er hat auch immer gesagt, der fisch Gohan. Ah, ja, natürlich. Wobei das der andere war. Aber egal. Ins Match rein und momentan sieht es einfach extrem gut aus für Reaper, der hier die Prozente auf jeden Fall klar macht. Wir hatten das auch sich halt einfach. Ja. Warum nicht, ne? Wow, der Magic Burst und das geht. Nicht überleben. Das cool. Aber dafür kann man. Dafür kein Mann, ne? Was er durch ein paar Shit ist wieder. Oh, wobei. Oh, kommt er aber wieder zurück auf die Stage. You're out of mana! Echt gefährlich, wenn du keinen Mana mehr hast mit Hero und Offstage bist, dann ist es mit Recovered immer so eine Sache. Mhm. Aber. Mal, wenn man mal ehrlich ist, so ein paar Hits, dann geht das ja auch schon wieder alles. Und das Thema hatten wir auch schon mit Close Range und hier Zoning. Genau. Semiron eher weniger Danny der Zone, sondern wirklich einfach in your faces. Was gegen Ken durchaus backfeiern kann. Das auf jeden Fall. Oh, oh sehr schön. Connected leider nicht so ganz. Ist aber auch tight. Ja, aber das wird dann diesmal reichen. Shoryu, bis es killt. Ich bin so froh, dass Shoryuken so aussieht, wie es aussieht. Ja, das ist wirklich schön. Es fühlt sich echt so gut an, ihn zu treffen oder es zu sehen. Ja. Einfach mal von den frühen Kill-Aspekten. Dieser leichte Hits dann, der da noch mit drin ist. So. Bam. Es ballert nice. Halt einfach. Richtig. Ich denke, Cracker Slash nicht so ganz. Und jetzt ist er ja im Corner, wie man Street Fighter nicht sein möchte. Oh, wunderschöner Edgeguard. Der Edgeguard von und der hat dann, hier wahnsinnig gut. Okay, da hat er mit der Rolle reingerechnet. Ja, das waren sehr viele Prozente, die er einfach rausgeholt hat. Und er hat auch noch nicht auf. Die Back, er killt. Und wenn die Confirms sitzen, dann sitzen sie richtig. Dann sitzen sie aber übelst. Aber manchmal hilft auch die Back. Hero hat auch eine Back Air, die jetzt nicht zu verachten ist. Die aber auch gut ballert. Oh. Damage, den Ken halt auch, der einfach macht es extrem viel. Du willst ja auch nicht die ganze Zeit im Shield sitzen. Nee. Den Shield Damage macht er natürlich auch. Jau. Genau, er hat halt eben nicht diesen Overhead Shield Break wie Ryu ihn genau. hat. Aber wenn du zu lange im Shield bist, wie du schon meinst, da wird er weinen, der Shield. Ja, ja. Ja, das ist auch. Also klar, Hero hat halt die Zoning Tools, aber die sind jetzt auch nicht so extrem schnell. Aber oh, das Speed ist einfach nicht so seins und weiß nicht so, er hat immer wieder probiert, nah ranzugehen. Ja. Und das funktioniert halt nicht so super. Warum baust du die Hadokens? Warum nicht? Oh, die Raw Back Air. Die Raw Back Air. Ja, da war der Flameslash dann doch nicht schnell genug. Er hat drüber nachgedacht.
Hätte er vielleicht eine Sekunde früher mal machen können. Deswegen, er kann sich auch für eine Seite entscheiden, wenn er mit dem C-Stick spielt. Das stimmt. Wenn man das nicht weiß, ja, kann man gut auf Guard erwischt bekommen. Richtig. Das wissen einige nicht. Ich bin immer das wieder erstaunt, ja, wenn ich selber mal so Hero spiele und dann drehe ich mich auf einmal um mit meinem Moves. Ja, ja. Wie du schon meinst, es spielen echt nicht so viele Hero. Sei es jetzt, weil man selber keinen Bock auf den RNG-Faktor hat, ja, oder weil man irgendwie keine Lust hat, dass man für den Charakter ein bisschen geflamed wird. Ja, on the note, das stimmt. Spielt, wenn ihr mehr wollt. Auf jeden Fall. Jeder Char hat. Ne, es ist ja. Jeder Char hat sein Gewicht. Das auf jeden Fall. Und leider ist es ja in Ultimate auch immer mal wieder so, dass eigentlich egal welchen Charakter du spielst, es gibt immer Leute, die sich über diese Charaktere aufregen werden. Bei manchen vielleicht ein bisschen mehr Yoshi als an bei Sometimes. Oh, wunderschöner Perry. Aber trotzdem, da sollte man sich echt nicht von beeinflussen lassen. Und ja, jetzt gehen wir hier auf Smashville, also nochmal kleiner. Okay. Ja, ja, Track Focus. Ich meine, Track macht an sich nicht genug Schaden, um da durchzubrechen. Von daher. Nee, es macht ja 1% oder so, wenn überhaupt. Ja, das kann ich halt instant killen. Das ist halt. Ja, das ist das Ding. Jetzt gehen wir dran. Sizzle kommt durch. Trifft den Hadoken, vielleicht den anderen auch. Schön mit dem Accelerate hier wieder zurückgekommen. Hat auch so viel Momentum mit. Muss aber beim Match ganz drauf aufpassen, aber Sizz. Das ist Snipe. Auch ganz, ganz gefährliche Tools. Ich meine, wenn man Hero hört, dann denken viele immer, oh, Track, Magic Burst. Track, Magic, da die ganz, ganz Fitness. Gefährlich, genau. Ich finde, wenn ich ehrlich bin, Bang und Kaboom viel gefährlicher. Ja. Kaboom gerade, das kommt so schnell raus, diese Windbox, die und das Ding saugt hat, das saugt dich einfach rein überall. Und killt dich auch bei 70, also. Das ist die, ne, das ist die kleine Gänke-Dame. Genau, ja, ist so. Okay, Bounce natürlich auch nicht verkehrt hier zu benutzen. Mhm. Hat man ja auch von Reaper gesehen, dass er doch auch ganz gerne mal sein Projektil einsetzt. Schön mit der Backer. Auch wenn er aufpassen muss, weil... Oh, da waren wir ja schon gerade bei Bang. Genau. Weil, ich meine, wenn Reaper hier für den Hadoken geht, er hat sehr viel Lag danach. Viel mehr als Ryu tatsächlich. Ja, ja. Dann muss er hier... Ja, passt halt dementsprechend auf und... Hat er wohl schon Glück mal gesehen, aber komisch wie ein Freefall gerade. Ja, das habe ich auch nicht ganz gesehen. Ich war ein bisschen eher darauf fokussiert, dass Semiron gerade den Magic Burst zum Edgeguard benutzt. Der so gesehen jetzt auch noch gewastet war. Ja, aber naja. Wie man hier halt kennt, auch On-Shield-Hits geben dir Mana zurück. Ja, und, der braucht es. Oh, das hat er gesehen. Oh, das war so schön. Das war so riskant, weil das so ein hoher Reward. Oh. Ja, deswegen hat sich auf jeden Fall gelohnt für ihn. Hast du ja schon gedacht, so, oh, wenn jetzt die Downer kommt, das könnte fies ausgehen. Und tradet dann auch noch mit dem Shoryuken und überlebt halt auch deswegen. Ja. Ah, das ist sowas zu wählen. So kann man die Games dann auf jeden Fall mal drehen, mit so einem schönen Spike. Auf der Ledge, Reaper ist auch sehr oft derjenige, der gerade ledged hat. Und ist relativ konsistent damit. Sehr, sehr gut. Schöner auch hier. Sehr schöner Chase. Aber nicht ganz... Und okay, ja, guter Tag. Erwartet man aber auch von jemand, der so viel Medien gespielt hat. Ja, stimmt, das muss sitzen. Aber trotzdem. Ja, okay, I see. Nicht schlecht. Semiron hier noch auf seinem letzten Stock und das sind schon fast 100 bei Reaper. Er kommt da wieder zurück auf die Stage und drückt hier erstmal die Combo wieder rein. Chase immer noch. He's not done yet. Nope. Hat den Crackle Slash, Da muss er mashen. Kann er mashen. Kaboom? Oh, Flash. Okay. Da unten nicht getroffen. Das heißt, Reaper lässt ihm so wenig Platz zum Arbeiten, aber naja, die ganz fetten Buttons, die Hero halt eben hat, wenn auch langsam, sind sie aber wenigstens groß. Richtig, und Semiron muss ein bisschen aufpassen, dass er sich jetzt nicht zu sehr in seiner Down-V verliert. Ja, das geht nicht! Oh, okay. Das, ich bin surprised. Ich auch. Das ist eigentlich ein starker Hit und das ist meiner aber nicht safe. Nö. Oh, das wird wehtun, wenn der jetzt... Er chased ihn! Okay, wirbelt ihn erstmal hoch. Das ist super scary gewesen. Das ganze Game über Ledge Trap und dann aber so deep. Okay, Bounce coming in handy. Gelohnt. Coming in handy. Shoryuken hält einsetzt. Oh mein Gott. Ja, okay, geht nicht für den Heal. Würde jetzt bei dem Prozent, glaube ich, echt auch nicht mehr den Unterschied machen. Oh, Shoryuken! 196%. Und wenn du den Kill halt einfach nicht findest... Also, Ken ist scary. Max Rage Ken hatte den eine ganze Weile gehabt und das ist einfach noch viel, viel scarier. Man kennt die Clips, Ja, genau, man kennt die Clips. Und ja, schade für Semiron, dass er irgendwie einfach den Kill nicht gefunden hat. Den Anschluss nicht, irgendwie so ist das halt. Natürlich kannst du auf den richtigen Spell hoffen oder du gehst halt ein bisschen mehr auf Risiko und versuchst den richtigen Button zu finden. Aber ist halt schwierig, wenn hier der Reaper so passiv-aggressiv spielt auch noch. Er war sehr nah dran am Mew, aber
tendenziell immer ein Schild. Sehr wenig Fokus und Take, aber. Das stimmt. Obwohl Hero eigentlich fast nur Single Hits hat eigentlich. Ja. Magic Burst. Magic Burst. Gut, dann müssen wir das durch. Aber vielleicht hebt er sich das ja auch auf, ne? Fokus und Take für dann, wenn es wichtig ist. Ich denke auch. Also es gab jetzt auch nicht so die Situation, wo er sie wirklich hätte nutzen müssen. Insofern hast du wahrscheinlich recht. Ah, wahrscheinlich schief so. Jetzt ist ihr Semiron wieder in genau der Situation mit der Ledge-Trap-Situation. Er ist auch so confident damit, weil ich meine, der hat halt die Erfahrung, ne? Jetzt so, was Neutral angeht, passt er hier und da auf, aber Ledge-Trappen fühlt sich der... Oh, Hatchet-Man, der Hatchet-Man. Also ich meine, er hatte den Read, nur ein bisschen an Fortschritt. Was? Durch 60 Roundhouse Kick einfach, warum halt nicht? Weird Flex, but okay. Aber ja, hier die Unique Mechanic, ne, vom Leo oder Genocide von den Fighting Game Characters. Oh nein, der hat... Oh. Das ist jedenfalls nicht die Unique Mechanic von Semiron, leider, aber... Ja, oder eher gesagt, zum Glück, ne, ist das nicht... Aber vielleicht kriegt er das ja noch zurück. Vielleicht kriegt er es noch zurück, also Hero hat die Tools, Hero das zurückzuholen, aber jetzt gerade sieht's echt nicht sonderlich gut aus. Ist der Spin der Reaper aber auch nur. Und... Ja, also ouch. Das ganze Match ist eigentlich schon so katastrophal in Reapers Advantage. Das war schnell. Das war ziemlich schnell, das hat wehgetan. 1-18. Der hört zu Clean. Ja, cleaner Freestock. Und ja, Semiron kommt irgendwie einfach nicht mehr auf die Safe. Also wenn er mal da weg ist, macht Reaper das so extrem gut. Naja, wenn du halt nicht den Zoom kriegst. Genau, wenn du den Zoom nicht kriegst. Ja. Hart.